Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan. Heute mit unserer Fahrt nach Frankreich, um so ein klein bisschen Gefühl für Elektroauto und lange Reisen zu machen. Auf die Gesamtstrecke komme ich am Ende, wie auch die Kosten und den Vergleich mit Verbrennerfahrzeugen oder konventionellen Fahrzeugen, wie man das auch denn nennen möchte. Im Hintergrund seht ihr immer mal ein paar Bilder von Frankreich, denn wir sind in die Bretagne gefahren und das ist schon wirklich eine ganz tolle Landschaft. Natürlich ist es nicht die Gegend, wo man jetzt 30 Grad hat und am Strand liegt, aber wir mögen es sowieso ganz gerne, wenn es nicht ganz so warm ist, weil wir gerne ein kleines bisschen wandern gehen durch die Gegend und haben dort an sich am Tag immer so um die 12 bis 20 Kilometer gemacht, die wir dort durch die Gegend gelaufen sind. Wirklich eine schöne, schöne Gegend. Ja, was soll das hier sein? Insgesamt möchte ich einen Überblick geben, wie schnell wir gefahren sind, wie viel Kilometer wir gefahren sind, wie viel Zeit wir gebraucht haben, wie viel Zeit wir am Lader verloren haben. Für viele, die ein konventionelles Auto, also Benziner, fahren, die haben natürlich gewisse Erfahrungen mit ihrem Fahrzeug und da ist das natürlich schon anders. Aber fangen wir erstmal an. Wir sind gestartet, Wedel bei Hamburg, und wobei Wedel in Schleswig-Holstein liegt. Auf jeden Fall sind wir dort gestartet und sind die erste Strecke nicht durchgefahren, sondern wir sind bis Diehl gefahren. Und so im Nachhinein haben wir mittlerweile auch schon beschlossen, dass wir sogar die Strecken weiter kürzen werden und am Tag nicht ganz so viel fahren werden. Und das ist egal, ob man mit einem Verbrenner fährt oder mit einem Elektroauto. Wenn man lange Strecken fährt, braucht man eben eine gewisse Zeit. Und ich komme auch noch dazu, warum wir kürzer fahren wollen. Ja, erste Strecke. Wir sind bis Lille gefahren. Das Auto hatte ich vollgeladen und wenn ich mein Auto volllade, hier mal bei einer Solaranlage, vor allen Dingen jetzt im Sommer, also in den Sommermonaten, dann brauche ich fast keine Energie vom Netz ziehen und dann liege ich bei 11 Cent oder 12 Cent, also 11, irgendwas Cent, die ich sonst als Einspeisevergütung bekommen würde. Also rechne ich die natürlich dagegen. Und dann ist so ein Akku, der ja ein bisschen, der nicht ganz leer ist, aber sozusagen der vollgeladen wird. Und hierbei nehme ich nicht den Stand, wie ich ihn lade, sondern wie ich ankomme. Und dann rechne ich eben bis zur Vollladung hoch, was ich verbraucht habe. Also vom Prinzip her am Ende gucke ich komme mit 12% an, dann brauche ich also 88% sind circa x Kilowattstunden und das rechne ich dann aus als Aufschlag für die Kosten. Und das sind hier 9,60 Euro gewesen. Aber dazu später. Ja, wir sind also von Wedel nach Lille gefahren, haben als erstes in Lohne eine Pause gemacht. Das war nach 192 Kilometern. Warum das? Ich hatte 100% vollgeladen. Ja, wir beide, meine Frau und ich, und unser Hund haben entschieden, dass wir eine Pause brauchen und sind dann in Lohne rausgefahren. In Lohne mit einer relativ hohen Ladung rausgekommen, deswegen lädt das Auto dann natürlich langsam. Nicht sinnvoll, da rauszufahren, wenn man wirklich auf Geschwindigkeit geht. Aber wir sind ja im Urlaub und wir gehen nicht auf Geschwindigkeit. Also sind wir da rausgefahren, haben dort was gegessen, mit dem Hund rumgegangen und als wir damit fertig waren, sind wir wieder eingestiegen und insgesamt haben wir eine Zeit von 32 Minuten dort gestanden. Ja, aber nicht, weil wir laden sollten. Ja, dann sind wir weitergefahren nach Eindhoven und da haben wir weitere 24 Minuten gestanden und das Auto noch einmal geladen. Aus dem Gesichtspunkt, also man hätte viel weniger laden müssen. Es gibt immer die Meldung, jetzt können Sie weiterfahren, dann kommt man mit 6 oder 10% an am Ziel. Habe ich nicht gemacht. Das bedeutet, wir haben hier in dieser ersten Strecke, die wir gemacht haben, an sich in Lohne nicht sehr sinnvoll geladen. Wir hätten wesentlich weiterkommen können, dann hätten wir wesentlich schneller geladen, um Ähnliches zu erreichen. Und wir wären um die 400 Kilometer weit gekommen. Und wenn man sieht, dass die Gesamtstrecke 698 Kilometer war, hätten wir dann in Eindhoven
an sich nachladen können, so wie wir es gemacht haben. Da hätten wir dann vielleicht ein bisschen länger geladen, ein paar Minütchen, aber also nicht 24, sondern ich gehe mal davon aus, um eben hochzuladen, damit wir in Lille nicht laden müssen. Ja, hätten wir vielleicht 40 Minuten oder 45 Minuten gestanden. Also wir haben relativ ohne Zeitdruck die Reise gemacht. Ja, wie war die Strecke? Wir haben insgesamt 8 Stunden 42 gebraucht, um eben nach Lille zu kommen. Wir haben davon 56 Minuten, also knapp eine Stunde, geladen. Durchschnittsgeschwindigkeit waren 93 Stundenkilometer. Ja, man hat immer mal ein bisschen Stau, dann ist irgendwo eine Baustelle, wo man langsamer fahren muss. Das ist eben, ja, man kann nicht mit 200 auf der Autobahn durchfahren. Auf keiner deutschen Autobahn. Die Berichte finde ich immer ganz fürchterlich, wenn da Leute sagen, ja, man kann auf der Autobahn fahren, wie man will. Es ist nicht der Fall. Der Verkehr ist dicht. Die Leute haben alle sehr sensibel gefahren. Manche sind schneller gefahren, aber da ist keiner mit 300 gefahren oder so etwas. Also diese Berichte, die man im YouTube sieht, sind absoluter Bullshit. Die Leute fahren sehr, sehr vernünftig auf deutschen Autobahnen. Und ja, wir sind 130, 140 gefahren, wenn wir schneller fahren konnten. Ja, und dann nachher in Holland und so weiter ist sowieso vorbei. In Frankreich, da kann man nicht so schnell fahren. 110 in Frankreich, wenn man nicht auf den Autobahnen ist mit 130. Bei Regen darf man sowieso nur 110 fahren in Frankreich. Und man muss immer bedenken, es wird zwischen den Tollstationen gemessen. Das heißt, wenn es regnet, dann messen sie eben und sagen dir, ja, du bist 120 gefahren, aber es hat geregnet, du solltest nur 110 fahren. Aufpassen. Naja, dann Eindhoven gefahren, in Holland darf man auch nicht so schnell fahren. Ich weiß gar nicht, ich glaube 120, 130, irgendwie so auf einzelnen Strecken. Ja, gut, dann kommt man eben auf diese Durchschnittsgeschwindigkeit von 93 Stundenkilometer, 56 Minuten geladen, knapp 700 Kilometer gefahren und 8 Stunden mit 42. Vergleichbar mit dem Verbrennungsfahrzeug. Ja, die 30 Minuten Pause in Lohne hätten wir uns sowieso gegönnt. Und in Eindhoven wären wir auch nochmal rausgefahren oder irgendwo wären wir nochmal rausgefahren, hätten nochmal eine kurze Pause gemacht wegen unserem Hund. Lohne wäre nicht kürzer geworden, weil wir da wirklich nur so geladen haben, wie wir eben auch unsere Zeit gebraucht haben. Und in Eindhoven, da wären wir vielleicht eine Viertelstunde oder sowas. Also vielleicht hätten wir ein paar Minuten, 8 Minuten gespart, aber nicht mehr. Also bei dieser Strecke war das optimiert dadurch, dass wir mit 100% gestartet sind. Lille. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Ja, das Hotel war ganz schön. Die Umgebung, da war ein Park. Wir hatten da mit jemandem Franzosen gesprochen. Sehr nett war das. Und sind dann am nächsten Tag weitergefahren. Ja, diesmal aber mit einem Auto gestartet, was nur 30% geladen war. Und hier kommt eine Regulierung oder eine Regel uns in den Weg, warum wir so gestartet sind. Wir hätten laden können. Da war ein Lader unten in der Tiefgarage. Hätte man laden können. Wir haben aber nicht geladen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass man eben nur 4 Stunden an einem Lader steht. So, wenn wir jetzt dort ankommen, wir sind um 20 Uhr ungefähr dort angekommen, und ich darf da 4 Stunden dran stehen, dann hätte ich um 12 Uhr nachts das Auto abstecken müssen, damit ich keine Standgebühren zahlen muss. Und wir sind nicht auf der Flucht, deswegen habe ich einerseits keine Lust gehabt, das abzustecken, das Auto umzuparken. Und andererseits hatte ich auch keine Lust, die Gebühren, nämlich 12 Euro, wenn man da die Nacht übersteht, als Aufschlag auf den Ladepreis, der sowieso Frechheit ist, was die deutschen Ladeanbieter da nehmen. Insgesamt, da war es mir nicht wert, das Geld zu bezahlen oder eben in der Nacht dorthin zu laufen.
Also habe ich gesagt, ja, dann starten wir eben etwas später. Oder wir nehmen ein bisschen Zeit und nutzen das, um eben an einem anderen Lader zu laden. Dann sind wir losgefahren und sind von Lille nach dem ersten Lader gefahren und haben dort das Auto erstmal so auf 80% geladen. Das Ganze hat 24 Minuten gedauert, dort zu stehen. Die 24 Minuten hätte man sich sparen können, weil man ja in der Garage laden hätte können. Zusätzlich hätte man dann ja nicht auf nur 80 oder etwas über 80% geladen, sondern man hätte auf 100% geladen. Das heißt, man hätte nochmal Zeit gespart bei der nächsten Ladestelle, wo man dann eben, ja, 62 Minuten geladen hat, hätten wir dann nicht 62 Minuten geladen. Warum haben wir eigentlich da so lange geladen? Das weiß ich gar nicht. Normalerweise stehen wir nicht so lange. Aber ich glaube, ja, wir waren da rumgelaufen. Naja, auf jeden Fall hätten wir die 28 Minuten gespart. Wir hätten die bei den 62, hätten wir garantiert auch 10 Minuten gespart. Also um die 30 Minuten hätte uns das gespart, wenn wir den Lader genommen hätten. Also die 12 Euro gezahlt hätten oder eben nachts aufgestanden wären. Ja, die Kosten an dem Supercharger, interessiert euch ja auch, sind eben in Deutschland so bei die 40 Cent gewesen. In Holland sind die bei 26 Cent gewesen, also das war echt super günstig. Und in Frankreich liegen die zwischen 32 und 35 Cent, wenn man mit einem Tesla kommt. Oder wenn man ein Abo bei Tesla hat, ist das dasselbe. Also wenn jemand irgendwie ein Polestar oder sowas fährt und hat ein Abo, was ich glaube 10, 12 Euro kostet, dann kriege ich ja eben auch diese Preise. Und ich denke auch, dass dieses Abo kann abgeschlossen werden und wieder gekündigt werden. Ich weiß nicht, ob man das monatlich kündigen kann. Das heißt, wer eine Reise macht, der könnte für einen Monat das buchen und dann das danach wieder kündigen und hätte dann die günstigeren Lademöglichkeiten. Also Tesla ist da sehr, sehr fair. Super Service bei Tesla, wenn es ums Laden geht. Ja, wie war die Strecke? Die Strecke war insgesamt 640 Kilometer weit. Wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 100, also 97 Stundenkilometer gemacht, was sehr gut war, haben aber eben 105 Minuten geladen. Und hier kann man sagen, ja, wir hätten gut 30 Minuten auf jeden Fall sparen können. Dann hätten wir nur 75 Minuten geladen über die gesamte Strecke. Und wenn man jetzt sieht, man hat da 600 etwas Kilometer, dann würde ich sagen, eine halbe Stunde Pause ist ganz normal. Und jetzt hatten wir 75, also wir haben dann 40 Minuten, gute 40, 45 Minuten mehr gestanden, als ein Verbrennungsfahrzeug stehen würde, aus meiner Sicht. Na, wir halten meistens zweimal an. Aber trotzdem, sagen wir mal 30 Minuten Pause auf 600 Kilometer sollte man auf jeden Fall auch rechnen. Vor allem, wenn man mit dem Hund unterwegs ist. Es gibt natürlich Leute, die brauchen das nicht, die verzichten da drauf. Und ein Diesel mit vernünftig Reichweite macht natürlich die 640 Kilometer auch in einem Stück. Also da gibt es ganz bestimmt Leute, die steigen da ein und fahren einmal durch. Ja, dann kommt man circa 105 Minuten eher an. Das heißt, wir haben 8 Stunden und 7 gebraucht. Die hätten dann 6 Stunden 30 gebraucht, ungefähr 6 Stunden. Also 1,5 Stunden hätten die gespart, ohne Pause zu machen, wenn sie durchgefahren wären mit einem Verbrennungsfahrzeug. Ja, bei der anderen Strecke hätten die 7 Stunden 42 oder 7 Stunden 50 sind das ungefähr. Von Wedel nach Lille. Und ja, man hätte da eine Stunde circa gespart bei der anderen Strecke. Das Tanken habe ich jetzt hier natürlich dann nicht, aber das Tanken hätte man ja irgendwie machen können, als wenn man in Saint-Brieuc ankommt oder so. Also, oder in Lille irgendwie. Ja, das wären 10 Minuten oder so, die man da an eine Tankstelle fährt und so weiter. Aber trotzdem, ja, bei der ersten Strecke circa 50 Minuten sparen. Das heißt, man hätte knapp unter 8 Stunden wäre man angekommen. Und bei der zweiten Strecke, da hätte man schon
ja, nicht ganz 2 Stunden, aber da wäre man mit 6:30 ungefähr angekommen, 6,5 Stunden, wenn man durchgefahren wäre mit einem Verbrennungsfahrzeug. Da ist eben doch schon ein Unterschied, ohne Frage. Aber da muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob er eben denn die Stunden durchfährt. Ja, Berufskraftfahrer haben Lenkzeiten, da glaube ich, die müssen, glaube ich, irgendwann ran. Aber für den Privatmann, der kann natürlich das so machen, wie er das möchte. Ja, dann sind wir dort in Saint-Brieuc gewesen, haben uns dann in der Umgebung, also die Bretagne angeguckt, sind überall hingefahren, zur Atlantikküste, zur Kanalküste und so weiter. Schon sehr interessant die Gegend und ich kann nur empfehlen, das einmal zu machen, sich das anzuschauen. Auch die Normandie ist sehr, sehr schön. Also wirklich schöne Gegenden. Und ja, wir bevorzugen die Gegenden, die nicht ganz so heiß sind. Wobei ich sagen muss, wir planen in die Provence zu fahren. Da habe ich ein schlechtes Erlebnis, oder ein gutes und schlechtes Erlebnis. Wir haben da einmal Urlaub gemacht, aber mitten im Sommer und da waren es 40 Grad. Das war relativ schwierig. Oder knapp 40 Grad. Das war uns zu heiß, aber das ist auch nicht die Zeit für die Provence. Das ist eher im Herbst oder im Frühjahr und da werden wir im Herbst hinfahren. Ja, dann waren wir in Saint-Brieuc und Ende Mai, am 31. Mai, sind wir dann wieder losgefahren. Diesmal haben wir etwas gemacht, was wir an sich nicht machen. Wir haben fast 1000 Kilometer gefahren. Und das war uns an sich auch viel zu viel. Wir hatten aber den Vorteil, dass wir im Hotel laden konnten. Und das haben wir dann auch einmal genutzt. Sonst sind wir immer zu den Superchargern von Tesla gefahren, haben das Auto ein klein bisschen hochgeladen, sind dann durch die Gegend gefahren. Wir hätten immer im Hotel laden können. Und das ist auch nicht so teuer gewesen, 15 Euro. Also relativ günstig, das Auto da einmal voll zu laden. Aber wir haben das meistens gemacht, wir sind zum Supercharger, haben da einen Augenblick gestanden, haben da geladen oder sind losgefahren, sind irgendwo anders in der Gegend, wo wir hingefahren sind, zum Supercharger gefahren. Also naja, wir waren im Urlaub, wir hatten ja keine Panik und unser Auto stand sonst immer in der Tiefgarage, was sehr, sehr praktisch war. Ja, dann sind wir von Saint-Brieuc losgefahren und sind nach Bocholt gefahren, weil wir Freunde besucht haben dort. Und das sind fast 1000 Kilometer, 991 Kilometer. Wir haben insgesamt 12 Stunden und 7 gebraucht. Ja, die Preise an den Superchargern waren 32 Cent in Frankreich, 38 Cent in Belgien und 41 Cent in Deutschland. Wir haben insgesamt 125 Minuten geladen. Und diese 12 Stunden 7 resultieren auch aus Staus. Wir haben in Belgien haben wir zwei, dreimal im Stau gestanden. War relativ voll. Wir hatten das Glück, dass wir in die Gegenrichtung, also in die andere Richtung war es noch schlimmer, aber in die Richtung war es dann, ja, waren Baustellen und da musste man dann eben ein bisschen Geduld haben. Aber kein Problem. Wir haben dann in Oberhausen geladen. Hätten wir nicht gemusst, wir hatten sowieso in Belgien zu viel geladen, also wir wären locker nach Bocholt gekommen. Aber wir hatten noch nichts gegessen und wir sind relativ spät angekommen dort. So um 9 oder 9:30 sind wir erst am Hotel gewesen, weil wir noch gefrühstückt hatten in Saint-Brieuc. Und da hatten wir natürlich, wollten wir gerne was essen. Also sind wir dann auf die Idee gekommen, bei McDonald's was essen zu gehen. Und da habe ich dann geguckt, wo gibt es einen McDonald's und dann sind wir nach Oberhausen gefahren und dort haben wir das Auto hochgeladen. Das hatte zwei Vorteile für uns. Ich wusste, dass wir in dem Hotel, was ein sehr schönes Hotel ist, in Bocholt, Diepenbruck, ich glaube, nee, das ist Schloss bei Diepenbruck oder Hotel bei Schloss Diepenbruck, nettes Hotel. Hier wird auch in der unten oder irgendwann wird mal so ein Bildchen von dem Schloss kommen, wo wir da stehen. Auf jeden Fall sind wir dort hingefahren, haben das Auto dann laden lassen, währenddessen wir was gegessen haben. Der Vorteil war eben, das Auto war dann nachher, wenn wir in Lohne angekommen sind, hatte er immer noch 70%. Wir haben ein bisschen in Bocholt
sind wir ein bisschen rumgefahren, aber nicht viel. Das heißt, wir hatten genug, um einfach dann weiterzufahren, den in 2 Tagen, weil wir haben 2 Nächte dort verbracht. So, die Zeiten eben, Fahrzeit 12 Stunden 7, fast 1000 Kilometer mit 991, 125 Minuten geladen und die Durchschnittsgeschwindigkeit von 93. Ja, wenn man jetzt guckt, Dieselfahrzeug könnte die 1000 Kilometer fahren. Das heißt, man könnte ohne anzuhalten durchfahren. Für denjenigen, der es macht. Dann wäre man knapp 2 Stunden schneller da. Das heißt, dann hätte man 10 Stunden und 7 gebraucht, um anzukommen. Man hätte allerdings nichts gegessen und im Hotel gab es nichts zu essen. Das heißt, das Essen hätte derjenige auch machen müssen. Das heißt, die 40 Minuten, die wir gebraucht haben, um eben dort was zu essen, also in Oberhausen, mit Kaufen, Essen und mit der Hund wollte natürlich auch ein bisschen sich bewegen. Und die hätte derjenige höchstwahrscheinlich auch gebraucht. Das heißt, er hätte nicht 10 Stunden, sondern er hätte 10,5 Stunden ungefähr, 10,40, also 10,40 gebraucht. Ja, 10,5, wenn er schnell ist, 25 Minuten. Hätte er 1,5 Stunden gespart. Für denjenigen, der schnell von A nach B möchte, ist das natürlich dann mit dem Elektroauto schwierig. Wenn wir in Bocholt geladen hätten, was wir auch könnten, dann hätten wir nur dann eben das Fahrzeug anschließen müssen, als wir unseren Freund besucht haben. Dort ist eine Ladestelle. Dann hätten wir garantiert nochmal, also dann hätten wir den Vorteil gehabt, dass das Auto hochgeladen wäre für die letzte Tour. Ja, und diese 40 Minuten hätte man sich sparen können, weil man ja das an sich nicht braucht, wenn man dort in Bocholt lädt. Aber wir mussten ja auch was essen. Naja, es ist so gehupft wie gesprungen. Auf jeden Fall für jemanden, der Verbrenner fährt. 10,5 Stunden hätte er gebraucht mit der kleinen Pause, um schnell was zu essen. Schneller hätte er auch nicht fahren können, denn wir sind immer an den Tempolimits gefahren von den einzelnen Ländern. Also wir haben uns immer an die Geschwindigkeit gehalten und sind natürlich nicht schneller gefahren. Denn die Überwachung in Frankreich oder auch in Belgien ist ja streckenabhängig. Das heißt, wenn man da wirklich schneller fährt, da wird man auch erwischt. Was cool ist in Frankreich ist, da wird immer angezeigt, hier steht ein Blitzer. Also wenn man jetzt auf einer Strecke fährt, die nicht streckenabhängig gemessen wird, sondern als Punkt gemessen wird, wird man gewarnt. Aber auf den Strecken, also da, wo man denn die Tolls bezahlt, da wird die Zeit zwischen den Punkten gemessen. Dazu, ich habe mir von ADAC so einen kleinen Sender geholt. Sender und Empfänger. Und dann kann man durch die Tollstation fahren, ohne dort zu bezahlen. Das wird nachher abgerechnet. Sehr praktisch. Also man rollt ran. Beim ersten und zweiten Mal musste ich erstmal sehen, wie das funktioniert. Aber das funktioniert ganz hervorragend. Man fährt ganz langsam durch die Einfahrt, wo ein T dran steht. Und dann öffnet sich die Schranke. Und man kann weiterfahren, muss nicht warten. Der Nachteil, man zahlt 20 Euro für diesen Sender im Jahr. Das bedeutet, wenn man ihn denn nicht mehr braucht, dann muss man das kündigen bzw. den Sender zurückschicken. Und damit ist dann das Abo gekündigt. Da wir aber noch in die Provence fahren, brauche ich das noch ein zweites Mal. Und es gibt weitere Länder, wo man dann dies benötigt. Und ich muss mal schauen, ob das vielleicht unsere nächsten Ziele sind, sodass ich das im nächsten Jahr doch noch nutze. Ja, so nun waren wir in Bocholt und sind danach dann Richtung Wedel gefahren. Und da wäre es eben so gewesen, hätten wir das Auto in Bocholt geladen, hätten wir gar nicht anhalten müssen und laden müssen. Aber wir hatten das nicht gemacht. Und waren dann losgefahren, dann bin ich in Lohne rausgefahren, was an sich nachher sich als Fehler erwiesen hat. Ich hätte weiterfahren sollen bis Stur Bremen.
wäre ich auch gekommen, hatte genug Kapazität, bin aber in Lohne rausgefahren. Ja, so ist das. Ab und zu macht man diese Entscheidung. Die Autobahn in die südliche Richtung war absolut dicht. Rückreiseverkehr, da hatte ich, weiß gar nicht, wer da, Bayern, Nordrhein-Westfalen oder irgendjemand hat da Urlaub. Und die Autos, also die stapelten sich da auf der Autobahn in der entgegengesetzten Richtung. Hohndorf, ich glaube heißt Hohndorf oder Hochdorf oder so etwas, die Ausfahrt vor Lohne war gesperrt. An sich, wenn man nach Lohne fährt, natürlich nicht das Problem. Lohne hat einen großen Supercharger-Standort, ich glaube das sind 20, 24 Lader an der Stelle. Allerdings der Nachteil, die Hälfte sind alte Lader. Und als wir dort angekommen sind, haben wir denn, also waren alle Lader oder belegt, also es waren ein, zwei frei, aber war fast alles belegt, auch die Arallader waren belegt, sind zwei Stück dort. Und wir sind dann rangefahren an einen alten, an eine alte Ladestelle. Und hier das Problem ist, die Lader teilen sich die Energie. Das heißt, wenn man dort ranfährt, dann kriegt man als erstes 24, 36 kW. Also man bekommt eine kleine Menge und lädt mit ein bisschen. Und wenn dann das Fahrzeug wegfährt nebenein, dann kriegt man eben die volle Menge, kommt eins wieder dazu, wird das wieder reduziert, sodass der eben auch etwas bekommt. Das ist der Nachteil bei den V2-Ladern von Tesla. Erkennt man an den Doppelkabeln, die da dran sind. Die anderen, die neuen, die V3 bzw. V4, die einzelne Ladeköpfe haben, die haben immer ein Kabel, ein CCS, und bei dem anderen ist eben noch der alte Standard vom Tesla dran. Ja, da haben wir dann kurz gestanden. Wir brauchten nicht lange laden. Wir haben insgesamt 23 Minuten dort gestanden und sind dann weitergefahren. Ich habe es nicht so gerne, wenn ich so mit wirklich 1 oder 2% ankomme. Wir sind dann nachher mit 12 oder sowas angekommen, 12, 13 zu Hause. Also, die Strecke ist an sich, das sind 377 Kilometer, ist mein Auto vollgeladen, fahre ich sie durch. Also daher diese 23 Minuten hätte man gespart und hätte durchfahren können. Wir wären nicht durchgefahren, wir hätten sowieso eine kurze Pause irgendwo gemacht, um einmal kurz auf Toilette zu gehen und dass der Hund einmal kurz rauskommt. Aber gut, man hätte die sparen können. Das bedeutet also, derjenige, der mit dem Verbrennungsfahrzeug gefahren wäre, hätte 23 Minuten weniger gebraucht und wäre dann anstatt 4 Stunden 48 unterwegs, wäre 4 Stunden und 25 Minuten unterwegs gewesen. Was ist mit Hohndorf? Ja, Hohndorf war die Baustelle und da ist ein großer neuer Supercharger von Tesla. Man kommt aber nicht raus. Und da man nicht rauskommt und auch die Sache, dass man in Lohne umdreht, Autobahn zurückfährt und die Autobahn komplett dicht war, hat das also keinen Sinn gemacht, da irgendwie rauszukommen. Auf der Gegenseite, glaube ich, kam man auch nicht raus in Hohndorf. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Daher konnten die andere Richtung auch nur in Lohne laden und deswegen stapelten sich die Autos dort. Ich hätte nach Stur fahren können, da war es leer. Aber habe ich nicht drauf geachtet. Und ja, so ist das. So macht man das denn ab und zu. Also, was war das? 4 Stunden 48, 377 Kilometer, 23 Minuten geladen und die Geschwindigkeit war 87. Und das auf deutschen Autobahnen. Kann man mal sehen, wie schnell man fahren kann und wie viel Tempolimits man braucht. die Bremer Autobahn war wirklich, wirklich voll. Dreispurig und ja, man konnte da gut mit 120, 130, 140 mal fahren. Es gab immer ganz kurze Stücke, wo es mal ein bisschen schneller ging und einige hatten versucht, dann auch schneller vorbeizufahren, aber das waren dann immer kurze Stücke und man bremst dann ein und ich glaube, wenn man das drauf angelegt hätte, hätte man vielleicht Durchschnittsgeschwindigkeit erhöhen können um 2-3 Stundenkilometer.
hätte als Elektrofahrzeug und als Verbrenner, vor allem als Verbrenner, wesentlich mehr Energie verbraucht, weil man immer runterbremsen muss. Die Bremsen wären natürlich vom Verbrenner immer da genutzt worden, was auch Verschleiß ist. Und daher, es war einfach nicht der Tag, um schnell zu fahren. Es gibt Tage, da ist diese Autobahn sehr leer und dann kann natürlich jemand, der ein Verbrennungsfahrzeug hat, auch so eine Strecke, es gibt immer Tempolimits dort, aber es gibt viele Strecken, die frei sind. Und wenn man dann nachts fährt oder so etwas, auf dieses Leer, dann kann man auch mal schnell fahren. Und dann ist mein Auto eben nicht in der Lage, mit 200 durchgehend zu fahren. Dann könnte ich die 377 Kilometer nicht machen. Also ich kann so 130, 150 fahren. Dann kriege ich diese knapp 400 Kilometer hin. Fahre ich 200 oder so etwas dann natürlich nicht. Mit dem Model S bin ich schneller gefahren, teilweise. Das fährt sich einfach besser, weil es niedriger ist. Und das hat auch mehr Reichweite gehabt. Aber mit dem X, ja, da ist das nun mal so, der ist höher, da ist das bequemer, wenn man nicht ganz so schnell fährt, finde ich gemütlicher. Er ist doch hoch windanfälliger dadurch. Und auch wenn er 250 theoretisch fahren kann, ist das kein Auto, womit ich diese Geschwindigkeit fahren würde. Der S war so, da konnte man, wenn das wirklich alles frei war und gutes Wetter war und sowas, da konnte man wirklich hoch in diese Geschwindigkeiten fahren. Aber auch das ist aus meiner Sicht sehr nervenaufreibend, wenn man so schnell unterwegs ist, weil man einfach so viel schneller ist als die anderen Fahrzeuge. Also habe ich das ganz selten gemacht mit dem und mit diesem, mit dem X. Ist einfach ein anderes Fahrzeug. Ja, so ist das. Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit. Insgesamt haben wir 4530 Kilometer gefahren. Das sind alle Kilometer, die wir gefahren sind, die auch in Frankreich gefahren sind. Da sind wir eine ganze Menge gefahren, um eben die Bretagne insgesamt uns anzuschauen. Der Kostenfaktor für alle Ladungen, die ich brauchte, um das Fahrzeug wieder hochzuladen und am Ende dann eben die Delta-Rechnung, was muss ich nachfüllen, um wieder auf 100% zu kommen. Das ist ganz oben schon gewesen mit diesen 80 Kilowattstunden, die ich hätte nachladen müssen, circa, komme ich auf 342 Euro und 46 Cent. Sagen wir 350 Euro aufgerundet für die gesamte Strecke von 4530 Kilometer. Das ist nicht schlecht. Das bedeutet, auf 100 Kilometer habe ich ausgegeben 7,56 Euro. Hierbei ist es so, dass ich einen Verbrauch habe, der ist nicht sehr groß, wenn mein Auto geparkt ist, weil das Auto stetig überwacht ist mit Kameras. Falls etwas passiert, habe ich dann ein paar Bilder davon. Das würde den Verbrauch noch reduzieren, aber mir ist es eben wert, das zu, also diese Energie eben dafür zu nutzen. Jetzt der Vergleich zu einem Dieselfahrzeug. Also wenn ein Dieselfahrzeug dort gefahren wäre, gleiche Geschwindigkeiten gefahren wäre, muss man dann sehen, was so ein Dieselfahrzeug dann verbraucht. Weil natürlich ist es so, dass das Stop-and-Go, Bremsen, Anfahren und so weiter geht, wo das Elektroauto super Vorteile hat. Daher, gerade bei diesen Staugeschichten ist ein Verbrenner immer benachteiligt, weil er eben nicht die Rekuperation hat. Aber beim Dieselfahrzeug wären das ca. 4 Liter 73, die man bekommen hätte für denselben Preis. So, nun ist es so, wenn man ein Dieselfahrzeug nimmt, vielleicht ein Audi A3, dann kommt man vielleicht mit 6 Litern aus als Dieselfahrzeug. Vielleicht 6. Nimmt man aber ein Cayenne oder man nimmt ein X5 oder ein Q7, was ja das X Model X ist,
Denn glaube ich, und da könntet ihr mir da unten reinschreiben, sind die Verbräuche für diese Fahrzeuge zwischen 11 Liter, wenn sie super gut sind, und 13 Liter auf diesen Strecken. Na, vielleicht 10 Liter. Bei einem Benziner, und das wäre dann, man hätte dann nicht 350 Euro, sondern man hätte mal 700 Euro ausgegeben, also fürs Dieselfahrzeug. Bei einem Benziner, da kriegt man nur 4,20 Liter daraus, aus dem Preis, weil die Preise höher sind. Habe ich jetzt gesehen an den Tankstellen früher. Das gab mal eine Zeit, wo sie gleich waren. Jetzt ist das wirklich wieder ein Euro-Unterschied. Ein Euro, das wäre gut. 10 Cent Unterschied oder so etwas zwischen denen. Also ich habe hier 20 Cent Unterschied berechnet. Kann richtig, kann falsch sein. Also 1,60 und 1,80 habe ich da angenommen. Ich denke, ich habe da nicht zu hoch geschossen. Und das variiert ja auch immer. So, und ein Benziner, der hätte garantiert mehr verbraucht als der Diesel. Also da denke ich, wären wir so bei 15 Liter auf der Autobahn gewesen. Knapp das Dreifache, Vierfache fast von dem. Also bei dem Diesel mit 4 Liter 73, da wären das dann 9,4 Liter für die doppelten Preis. Also da kommt man fast gar nicht hin. Also immer 800 Euro, 900 Euro. Und beim Benziner das Dreifache, vielleicht das Vierfache. Also Vierfache kann man fast ansehen. Ja, Vierfach. Also Dreifach auf jeden Fall. Also wäre man 1000 Euro. Also man spart gegenüber dem Dieselfahrzeug circa 400 Euro. 400, wenn das Dieselfahrzeug sparsam ist in der Größe. Und bei dem Benziner 4,20 Liter, also ich denke mal ein Tausender muss man da garantiert rechnen. Ich würde eher sagen, man rechnet dafür 1.200. Da spart man schon fast ein Tausender. Das heißt, die ganzen Zwischenstopps. So zeitlich würde man beim Benziner ja auch nicht ganz so viel sparen können, weil man doch mal tanken fahren muss. Das heißt, bei der 900 Kilometer müsste man raus. Der Diesel könnte das schaffen, dass er durchfährt. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch so ein kleines bisschen den Eindruck gegeben, was ein Elektrofahrzeug macht. Bei dem Ganzen noch zu sehen ist, dass man natürlich im Elektrofahrzeug kaum bremst. Das heißt, man lädt alles ein, man vernichtet nicht die Energie, sondern lädt sie ein, was reflektiert ist in dem Verbrauch, den man hat natürlich. Also da gibt es keine zusätzlichen Sparsachen, die man dort jetzt annimmt. Aber man spart eben Bremsen und ich denke, man hat neue Bremsbeläge nach 80.000 beim Verbrenner, wenn man ihn sanft fährt, also nicht also so wie ein Elektroauto fährt. Und beim Elektroauto vielleicht nach 240.000, also man zahlt garantiert dreimal Bremsbeläge beim Verbrenner oder zweimal extra Bremsbeläge. Auch das ist das. Ja, Ölwechsel brauche ich auch nicht. Das heißt, ein Ölwechsel kostet, glaube ich, 100 Euro. Wenn man ein vernünftiges Auto hat, hat man vernünftiges Öl. Lässt das dann höchstwahrscheinlich machen, wenn man ein teures Auto fährt. Man kann natürlich billiges Öl nehmen und das selbst machen, dann ist das sparsam. Aber 100 Euro, glaube ich, ist nicht zu viel verlangt für so einen Ölwechsel, den man dort hat. Das ist natürlich auch eine andere Sache. Das soll es aber gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.